Da seid ihr. Hallöchen und herzlich willkommen zu den Square-Videos. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr in Minecraft ein PC bauen könnt. Los geht's mit dem heutigen Video. Ihr seht ja, dass der PC aus ein paar komischen Blöcken gebaut ist. Ich zeige euch aber alles gleich im Detail. Ich zeige euch erstmal die Materialien. Ihr werdet brauchen 2 Chain Helmets, ein Piston, ein Redstone Block, ein Bild, 2 Armor Stands, 6 Blöcke, eine Treppe, ein Knopf und eine Spitzhacke. Ich nehme mal alles raus. Wir machen jetzt das Ganze in Überlebensmodus. Als erstes räumen wir hier mal auf. So, jetzt haben wir aufgeräumt, nichts da. Wir fangen mal an. Als erstes werden wir hier 1, 2, 3 graben. Kommt als allererstes. Dann werden wir da 1, 2 Armor Stands hier tun und wir werden denen die Chain Helmets aufsetzen. Dann werden wir da einen Block of Redstone aktivieren und das wieder abbauen. Das gleiche auf der anderen Seite. Boom. Jetzt werden wir schon mal einfach die 2 Dirt wieder hin platzieren. Den dritten Dirt platzieren wir einfach dahin, den brauchen wir nicht. Dann werden wir. Oh, warte. Wir brauchen doch ein bisschen extra Baublöcke. Für die Sachen, nämlich die ich jetzt zeige. Also, ich habe mir jetzt erstmal 9 genommen. Als nächstes macht ihr, wir machen jetzt erstmal so 5 Blöcke drumherum. Und ja, dann bauen wir hier drauf hoch, machen da einen Block, ups, und da einen Treppenblock. So viele Ersatzblöcke brauche ich doch nicht. Und das schieben wir auch runter. Wie ihr seht, ist das jetzt ganz normal so. Dann machen wir hier noch die Maus hin, dann nur noch einen Block und warte. Gut, haben wir es richtig wild. Und ja, wir sind schon fertig. Wir können hier zocken. Und das Keyboard können wir nicht benutzen, weil sonst, ja, verlieren eben die Armor Stands ihre Helme. Eine andere Variante hält nicht so lange, aber sieht trotzdem ganz kurz cool aus für einen Screenshot. Hält auch nicht so lange. Aber das Beste ist einfach nur ganz normal so zu machen. Und ja, wir gucken nochmal kurz im Prinzip drauf. Und das war's auch schon für das heutige Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr neu seid, abonniert gerne den Kanal. Ciao, peace.